Ich möchte heute für jeden Einzelnen von uns sprechen, gar nicht über irgendwelche anderen Szenarien. Nicht müde werden, sondern dem Wunder leise wie einem Vogel die Hand hinhalten. Mit diesen zarten Worten von Hilde Domin habe ich meine Rede auf der letzten Mahnwache beendet. Und sie haben mich über den Sommer begleitet, mich aufgefordert, dem Wunder des Lebens, des Seins nachzuspüren. Dieses Nachspüren mündet für mich in der Frage, wie will ich leben, was will ich leben, auf was oder wen kann ich mich verlassen, immer und in jedem Moment. Und da ist eine ganz einfache Antwort: auf mich. Mich in meiner Ganzheit, mit meinem wunderbaren Körper, meinem Geist und meiner sanften, alles verzeihenden Seele. Mein Körper ist untrennbar mit meiner Seele und meinem Sein verbunden. Wenn ich die bin, als die das Leben mich gedacht hat, fällt alles andere weg. Vergleiche, Urteile, Zweifel, Kritik von anderen mir gegenüber oder von mir selber mir gegenüber werden blasser. Ich versuche nicht mehr das zu sein, was andere von mir erwarten oder was ich glaube, was andere von mir erwarten. Was braucht es jetzt, damit ich im Hier und Jetzt ankomme, mich nicht mehr verliere in den ewigen Gedankenkreisläufen? Ich wende mich mir zu, meinem Herzen und meiner Seele. Spüre in sie, lerne sie kennen. Denn hier beginnt jede wirkliche Verbindung. Die zu mir selbst und dann zu und mit anderen. Wie verstehe ich mich selbst? Bevor ich es von anderen erwarte, dass sie mich verstehen. Wie achte und wertschätze ich meinen Körper? Dieses Körperwesen, das wir mit unserem Verstand nicht erfassen können. Die Komplexität der Abläufe darin ist unvorstellbar. Wann beginne ich, mich darum zu kümmern, was es für mich braucht, um meine Begabungen leben zu können? Um mich leben zu können, wie ich gedacht bin. Mit all den Stärken und Schwächen, auch körperlich. Wann höre ich auf, mit Wut, Unmut oder Verzweiflung über meinen Körper zu sprechen, weil er nicht tut, was ich will? Weil er Symptome zeigt, die mir unangenehm sind, gar unerträglich? Mache ich mich dann auf, ihm wohlzutun, das zu tun, was es braucht, erfordert, um mich besser zu fühlen? Oder das, was dazu geführt hat, möglicherweise bleiben zu lassen? Wann höre ich auf, zu verschieben, etwas Wichtiges für die Eigenfürsorge zu tun? Ab morgen bewege ich mich draußen. Ab morgen mache ich Übungen, um diesen tollen Körper zu unterstützen, in dem Aufrechterhalten sämtlicher Stoffwechselvorgänge. Ab morgen höre ich auf zu rauchen oder Alkohol zu trinken. Ab morgen esse ich sogenannte gesündere Dinge. Ab morgen gehe ich spazieren. Ab morgen fange ich an zu meditieren. Wann beginne ich, wirklich verstehen zu wollen, wie ich ticke, wie mein Körper tickt? Denn ich bin darin enthalten, mit all meinen Gedanken und Emotionen. Mein Körper führt das aus, was ich anweise, durch meine Gedanken, Gefühle und Handlungen. Er tut sein Bestes, fraglos und klaglos, bis er aufhört zu kompensieren und in die Dekompensation geht, das heißt krank wird, Schmerzen und Symptome zeigt, ein Alarmsignal von, das System ist überfordert. Wann beginne ich, mich zu befreunden mit mir und meinem Körperwesen? Wann beginne ich, zu leben, wie ich gedacht bin? Kann irgendjemand anderes das für mich tun?
Weiß das wirklich jemand anderes, was für mich stimmt? Es gibt viele wunderbare Menschen, Vorbilder, wie wir sie nennen, weil wir zu ihnen aufschauen, sie verehren für das, was sie tun und leisten. Vielleicht könnte ich, statt zu anderen aufzuschauen, Raum finden, um meiner Seele zu begegnen und sie zu verehren. Sie ist die Instanz des Wissens, der Güte und bedingungslosen Liebe. Durch sie lerne ich, meinen Mitmenschen in einer anderen Haltung zu begegnen, mit Frieden im Herzen, der nach außen strahlt. Es entsteht ein Begreifen von einem Miteinander, in dem jeder sich und sein Wesen einbringt. Unvergleichlich, unverwechselbar, authentisch und verlässlich. Eine mir liebgewordene Freundin und meine Cousine hat wunderbare Herzenslieder geschrieben und vertont. Eins davon heißt: Ich bin nicht groß, ich bin nicht klein. Einfach nur ich. Ich, rebellisch, kantig, anstrengend, sanft, verrückt, ernsthaft, voller Ideen, Wünsche, Träume, voller Musik, Töne und Klänge, voller Bewegung und Freude. Im tiefsten weiß ich, dass mir niemand abnehmen kann, mich für meine höchsten Werte zu entscheiden. In jedem Augenblick, für mich in der Ganzheit, die ich bin. Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit, Wahrhaftigkeit, Standhaftigkeit. Ein Einstehen auch im Außen. Es ist an mir, die Werte zu vertreten, zu leben, die mich leiten und ausmachen. Denn mein Körper und meine Seele zeigen mir diese bedingungslose Treue und Verlässlichkeit in jedem Moment. Je mehr ich dies verinnerlicht habe, weiß ich, dass es im Hier und Jetzt beginnt, wieder und wieder. Ich ermächtige mich selbst, trage und lebe meine Eigenverantwortung. Ich bin selbst und zuallererst verantwortlich, wofür ich mich entschieden habe und wofür ich mich entscheide oder auch nicht. Ich selbst trage alle Konsequenzen für das, was ich tue, jedoch auch für das, was ich unterlasse. Silke Schäfer, eine bekannte Astrologin, die viele wunderbare Videos zum Zeitgeschehen veröffentlicht, hat in ihrem letzten Video Ein wilder Ritt empfohlen, folgende 5 Punkte ab jetzt in unserem Leben zu verwirklichen. Punkt 1. Lerne Entschlossenheit. Punkt 2. Sei absolut ehrlich mit dir selbst und anderen. Punkt 3. Nehme Kontakt auf zu deinem geistigen Team, indem du jeden Morgen ein paar Minuten innehältst, auf der Bettkante sitzend. Punkt 4. Jeden Tag eine gute Tat. Punkt 5. Dankbarkeit. Dieser letzte Punkt ist mir persönlich enorm wichtig. Ich bin zutiefst dankbar für alles, was ich die letzten Jahre gelernt habe. Für die Menschen, denen ich begegnen durfte. Für ihren Mut und ihr Hinstehen. Für ihr großes Wissen, das sie mit mir teilen. Für die Liebe und Mitmenschlichkeit, die ich erfahren durfte. Ich bin dankbar für euch alle, die ihr hier mit mir auf dem Platz steht. Und nun leite ich über zu Beate, mit ihrem großen juristischen Wissen und ihrer Bereitschaft, uns daran teilhaben zu lassen. Wissen über die Pläne der WHO und eines Teils der Menschheit, die noch nicht begriffen haben, dass die Freiheit und die unantastbare Würde des Menschen über allem steht und die Basis für den Frieden der Menschheit darstellt. Danke.